Die EHM ist ein 100% kommunales Unternehmen. Mit der EHM Netz sind wir ein Netzbetreiber, der letztlich für die sichere Energieversorgung von 1,4 Millionen Menschen bei uns in der Umgebung zuständig ist. Unsere Kunden sind vorrangig Landkreise, Gemeinden, Kommunen und auch Privatkunden. Wir sprechen hier von 50.000 Kilometer Leitungsnetz. Die wesentlichen Leitprinzipien der EHM sind nah, natürlich, nachhaltig. Wesentliche Herausforderungen der EHM auf dem Weg zur Dekarbonisierung des Energiesektors sind kontinuierliche Investitionen in die Netzinfrastruktur. Dabei ist es notwendig, nachhaltige und innovative Technologien zu integrieren und dabei alle geltenden Gesetze wie die F-Gase-Verordnung einzuhalten. Schneider Electric bietet mit der GMR-Set eine SF6-freie, digitale, intelligente Primärschaltanlage an, die wir nun erstmalig bei uns ins Netz integriert haben. Durch den Einsatz von reiner Luft schafft man es, die eigentlichen Vorteile, die elektrisch-physikalisch SF6 hatte, ebenfalls umzusetzen. Mit Blick auf das Treibhausgaspotenzial werden 23,5 Tonnen CO2 eingespart. Ein Teil der EcoStruxure-Familie, die Schneider Electric bei EHM im Netz implementiert hat, ist die GMR-Set. Mit Schneider Electric haben wir einen kompetenten Ansprechpartner gefunden, der uns bei der Projektumsetzung vom Projektstart an über die ganze Projektentwicklungsphase bis hin zum After-Sales begleitet. Auch zukünftig ist es für die EHM ein wesentliches Ziel, den konsequent nachhaltigen Weg in Richtung Klimaneutralität weiterzugehen.